Ja, hallo Tag auch. Willkommen zu Alien Barbecue. Heute machen wir Omas Schweinegulasch und dafür brauchen wir eigentlich nicht viel. Das hier sind so 700 Milliliter Fleischbrühe, das ist etwas über ein Kilo Schinkenbraten. Wir haben hier Lorbeerblätter, zwei Knoblauchzehen, einen ganzen Sack voll Zwiebeln. Wir brauchen Kümmel, ein bisschen Salz und eine interessante Gewürzmischung, die ich hier gemacht habe. Muss ich euch mal näher zeigen. Hey, Zwiebeln hier geblieben. Okay, schauen wir uns die mal genauer an. Okay, hier oben haben wir Paprikapulver, edelsüß, das ist gemahlener Pfeffer, das da ist Boxhornklee, auch gemahlen und das da oben in der Ecke, das nennt sich Sumach. Das ist ein Gewürz, das kommt ja aus der orientalischen Ecke und hat einen sehr leckeren säuerlichen Geschmack. Also überall da, wo eine Zwiebel, nein, Zitrone zu kräftig wäre, da nimmt man zum Beispiel Sumach und in Kombination mit den anderen Gewürzen gibt das auch eine schöne Schärfe. Ja, nächster Schritt, Fleisch schneiden. Hier kommt es immer darauf an, welche Esser ihr am Tisch habt. Habt ihr Kerle da, dann müsst ihr das ein bisschen dicker schneiden. Habt ihr, so wie ich, die Familie mit Kindern da, dann machen wir das in kleine, mundgerechte Stückchen. Einmal Scheibchen schneiden und aus den Scheibchen schneiden wir dann die kleinen Gulaschstücke. So ungefähr könnte das aussehen, es sei denn, wie gesagt, ihr habt kräftige Esser, dann solltet ihr ein bisschen größere Stückchen schneiden, denn große Stücke machen große Kerle satt. Okay, ich schneide das alles mal klein, dann kommt das hier in die Schüssel, damit ich das ordentlich und sauber mit nach draußen bekomme. Okay, bis gleich. Ja, der erste Teil der Schnippelei wäre geschafft. Schinkengulasch. Könntet ihr auch fertig kaufen. Ich bin sparsam, darum schneide ich selber. Ja, jetzt sind die Zwiebeln dran. Da ist jetzt auch kein großer Anspruch an Technik gefragt. Wir vierteln die einfach und dann werden die in so circa 1 cm große Stückchen geschnitten. Wenn wir das haben, dann gebe ich die auch in eine Schüssel und ja, dann ist eigentlich schon fast Zeit rauszugehen. Wunderbar, auch geschafft. Die Hände werden tagelang nach Zwiebeln stinken. Okay, wie gesagt, ab in die Schüssel, dann bleibt alles sauber und ich krieg's gut transportiert. Eine Runde würfeln, Knoblauch würfeln. Ja, ich habe wohl gewonnen. Den Knoblauch, klar, den müssen wir erstmal von der Schale befreien. Dazu drehe ich den einfach entgegengesetzt, bis es einmal knackt und dann kann man die Schale relativ leicht abziehen. Also da muss man nicht hämmern, quetschen, drauf rumhämmern oder sonst irgendwas machen. Verdreht die einfach mal, müsst ihr mal ausprobieren und dann ja, ist das eigentlich schnell erledigt. Und die Knoblauchzehen selber, die schneiden wir auch nicht sonderlich fein in grobe Stücke runter. So, jetzt seht ihr nochmal alle Zutaten im Schnelldurchlauf. Ich stelle mir das einfach erstmal hier aufs Brett, damit ich das ordentlich nach draußen transportiert kriege. Also wir haben unser Fleisch, wir haben die Zwiebeln, die Knoblauchzehen, wir haben die Lorbeerblätter, hier kommt Salz und Kümmel und wir brauchen natürlich die Gewürzmischung. Und die verrühre ich jetzt schon einmal, da bilden sich dann keine Klümpchen und alles ist sauber und ordentlich vermengt. Das Gewürz Sumach zum Beispiel, das habe ich vom Achterhof, solltet ihr mal ausprobieren. Damit kann man eine Menge tolle Sachen machen. Selbst zum Würzen von Joghurts oder von Hackfleischgerichten ist das hervorragend geeignet und gibt wirklich mal einen ganz anderen Geschmack. Und so unbekannt ist es jetzt auch nicht mehr in Deutschland. Es wird immer bekannter und immer öfters eingesetzt. Also nicht scheuen, einfach mal vom Achterhof.de aufrufen und ja, mal so ein Tütchen bestellen. So, alles durchgerührt, das wär's eigentlich. Doch halt. Oh, ah, ich hab was vergessen. Und was habe ich vergessen? Eine nicht unwichtige Zutat. Hallo, wiederkommen. Hallo, wiederkommen. Da ist er. Tomatenmark, natürlich. Wir brauchen auch Tomatenmark zum Anschwitzen und zum Röstaromen erzeugen. So, das war's jetzt aber. Raus an den Grill oder vielmehr an den Topf.
Ja, und wie man sieht, in meinem Grillfässchen, da sind eine ganze Menge Kohlenbriketts drin, die schön durchgeglüht sind und die sollen jetzt erstmal das Öl, was wir hier im Topf haben, schön auf Temperatur bringen, damit wir mit den Zwiebeln anfangen können. Okay, dauert einen kleinen Moment. Dann machen wir noch einmal den Zwiebeltest. Ich nehme dafür einfach so ein kleines Stückchen Zwiebel, schmeiß das da mal rein und wenn es schön zischt an allen Seiten, ja, dann kommt die große Ladung gleich hinterher. Ja, viele Gulaschgerichte werden so gemacht, dass man eigentlich erst das Fleisch anbrät, weil man will ja Röstaromen. Aber in dem Falle erzeuge ich mir die Röstaromen so, wie Oma das damals gemacht hat, mit den Zwiebeln. Die werden nämlich jetzt schön dunkel angeröstet. Da müsst ihr auch ein bisschen aufpassen, je nach Hitze, die ihr da unterm Topf habt, öfters mal umrühren, damit die zwar braun, aber nicht schwarz werden. Und wenn die ungefähr so aussehen, dann wird es Zeit, das Tomatenmark damit zuzugeben und auch nochmal so ein, zwei Minuten mitzurösten und immer wieder umrühren, ganz wichtig. Jetzt hätte ich fast den Knoblauch vergessen. Der muss natürlich auch kurz mal mit angeröstet werden, aber aufpassen, nicht zu lange, sonst wird er bitter. Ja, und da ist es, endlich Tomatenmark. Okay, weiter geht's. Durch das Anrösten vom Tomatenmark könnt ihr auch die Farbe des Gulasch beeinflussen. Wenn ihr es nicht allzu lange anröstet, wird es eher ein rötlicher Gulasch. Wenn ihr es etwas länger anröstet, so wie ich das mache, wird es ein dunklerer Gulasch. Ein schöner dunkelbrauner Gulasch oder schönes Gulasch. Na, die Frage hatten wir, glaube ich, schon mal. So, das reicht eigentlich schon. Für mich ist das genug angeröstet. Jetzt wird es halt die Gewürze dazu zu tun oder die Gewürzmischung. Dazu allerdings nehme ich den Topf einmal runter von den Kohlen und zwar aus dem Grund, in der Gewürzmischung ist eine gute Portion Paprika drin. Und wenn die jetzt direkt auf die heiße Glut gekippt wird oder vielmehr in den Topf, der auf der heißen Glut steht, wird euch das Paprikapulver sehr schnell anbrennen und dann wird es wirklich ziemlich bitter, also das solltet ihr nicht tun. Darum einmal den Topf runternehmen vom Feuer, kurzen Moment warten, dass das aufhört zu brutzeln, die Gewürzmischung unterrühren und dann können wir den gleich wieder zurück auf den Topf stellen und gleich mit der Fleischbrühe ablöschen. Der Topf an sich, der kommt wieder ganz schnell auf Temperatur und darum nicht lange fackeln jetzt, den Bottich nehmen mit der Fleischbrühe und das Ganze da reingießen. Also die ganzen 700 Milliliter kommen da jetzt rein. Ja, und zum Gulaschansatz kommen natürlich jetzt die Lorbeerblätter dazu und es fehlen noch Gewürze, nämlich der Kümmel, das Kümmelpulver. Davon geben wir, ich denke mal so 1 bis 1,5 Teelöffel dazu und bitte keinen Kreuzkümmel, normalen gemahlenen Kümmel. Ja, und ich gebe nochmal einen guten Teelöffel Salz dazu. Abspecken werde ich das hinterher sowieso nochmal, aber ein bisschen Salz gehört damit rein. Und dann lassen wir das Ganze aufkochen, dann kommt der Deckel drauf und ja, dann darf das locker mal eine Stunde vor sich hin köcheln. Und das Ganze hat eigentlich nur einen Sinn, die Aromen, die da drin sind, also Zwiebeln, Paprika, Kümmel, Lorbeer und, die sollen sich schön miteinander verbinden und das passiert durch ordentliches Kochen. So, hat zum ersten Mal aufgekocht, dann können wir noch einmal durchrühren und dann, wie gesagt, kommt der Deckel drauf und dann haben wir erstmal eine schöne Pause und können uns erstmal ein Bierchen gönnen. Haben wir uns ja verdient, ne? Das ist jetzt so eine gute Stunde später
und ja, es brodelt ganz ordentlich und ja, wenn der Dampf sich mal verziehen würde, könnte man auch die schöne Farbe sehen, nämlich es ist ein richtig schön, ja, schon bordeauxrotes, bräunliches Gebräu geworden. Also so möchte ich ihn haben, so soll der Gulasch aussehen oder das Gulasch aussehen und dann ist es gut. Jetzt werde ich gleich Folgendes tun, es muss jetzt, wenn das Fleisch noch gleich dazu kommt, auch noch mal gute, ja, eine gute Stunde köcheln, aber wirklich nur köcheln und das ist jetzt ein bisschen zu heftig, was da stattfindet. Darum werde ich ein bisschen die Anzahl der Kohlen unter dem Topf reduzieren und das mache ich mal eben ganz schnell, ich bin ja flink. So, ich habe die Anzahl der Kohlen also locker um die Hälfte reduziert, dann kommt der Topf da wieder drauf und jetzt gibt es dann die Fleischladung und zwar komplett, also nicht nacheinander, portionsweise, sondern ja, ganze Kilo oder 1,2 Kilo, glaube ich, waren es genau, Fleisch da rein, schön unterrühren und Deckel drauf und dann lassen wir das wieder vor sich hin köcheln und glaube, dann könnte man noch ein Bierchen trinken. So, und wenn wir das jetzt verrührt haben und den Deckel drauf haben, dann haben wir durch das lange Köcheln noch einen schönen Effekt, nämlich alles, was ich am Boden hätte absetzen können, wird sich jetzt durch das Kochen lösen. Und durch das, was sich da löst, kommen die Röstaromen richtig ins Gulasch. Und hier, der Deckel war nämlich heiß, jawohl, bisschen die Finger verbrannt. Aber, naja, man ist ja hart im Nehmen. So, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Ich habe jetzt auch nicht geschummelt mit meinem beliebten Rote-Bete-Pulver. Nein, die Farbe ist einfach so. Hier mache ich mal den Fleischtest, weil wenn ich das Fleisch an der Topfwand zerdrücken kann, dann ist eigentlich Zeit zum Essen. Das hier braucht noch eine Weile, aber es kann noch ein bisschen sämiger werden. Und dazu lege ich jetzt den Topfdeckel wieder auf, aber alles unten so einen guten Zentimeter Spalt offen. Dadurch kann ein bisschen Feuchtigkeit verdampfen und ich muss das nicht andicken, das Ganze. Der Baustrahler muss wieder herhalten, die Lichtverhältnisse sind nicht mehr allzu gut da draußen, aber egal. Wir sind so ziemlich durch, wenn ich das mal so beurteilen darf. Wie ihr sehen könnt, die Flüssigkeit ist schön verdampft, wir haben eine schöne dicke Konsistenz, da drin haben sich jetzt die ganzen Geschmäcker nochmal konzentrieren dürfen und man sieht da oben, das Fleisch kann ich ganz einfach mit dem Kochlöffel ohne großen Druck zerdrücken und das kann nur eins bedeuten, wir sind fertig und dürfen endlich essen gehen. Ja, wer möchte, der könnte sich jetzt mal so ein Töpfchen saure Sahne holen, Creme Fraiche oder normale süße Sahne und dem Gulasch nochmal ein bisschen cremigen Geschmack geben. Wir machen das heute nicht, wir haben einfach nur ein paar Salzkartoffeln da drin gekocht und jetzt kommt ein wunderhübsches Tellerbild und dann sind wir am Ende. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat das gefallen und ihr werdet das mal nachkochen. Und denkt dran, ihr habt einen Nachbarn, der muss wissen, dass ich gute Videos drehe. Daumen nach oben für mich und ein Abo. Danke Leute, bis zum nächsten Mal, euer Jelly.